frische Morgen. Man sieht, wir sind sehr pünktlich. Ja, wir hatten eigentlich ausgemacht um 6 und es ist 6 Uhr. Also von daher, was machen wir denn eigentlich? Ja. Also wir haben ja angefangen jetzt mit irgendwelchen Uhrzeiten, um uns zu werfen. Genau, wir müssen drüber reden. Wir fahren jetzt in die Berge. Wir fahren jetzt in die Berge, runter in die Alpen, von Norden nach Süden. Und haben ein Produkt dabei. Ja. Ja, wie heißt es? Wie heißt es? Heads-Up-Display von Tilsberg. Genau, Tilsberg, ein Hut und... Dazu aber später dann mehr. Ja, wir machen das jetzt rein und testen das. Genau. Und jetzt fahren wir los Richtung Heidelberg von hier Darmstadt aus und dann Richtung... Diesmal geht es Richtung Schwarzwald. Der Drago weiß noch gar nicht Bescheid. Diesmal geht es durch den Schwarzwald. Ah, der Schwarzwald! Da war ich noch nie gewesen. Also war ich wirklich noch nie gewesen. Genau. Da fahren wir durch und dann gibt es zwischendrin kleine Unternehmungen und... Ja. Genau. Wir machen das jetzt hier so einen kleinen Einstieg für euch, damit ihr wisst, was wir heute so treiben wollen, wo es losgeht. Und unterwegs werden wir dann laufend kommentieren und diesmal auch ein bisschen mehr vielleicht. Ja, ja, mehr, wir haben mehr Zeit diesmal. Viel mehr erzählen, Eindrücke und... Drohne ist geladen. Es kann losgehen. Jetzt Reifendruck und dann ab auf die Autobahn. Ab auf die Autobahn. Bis später. Bis dann. Grüß Gott, ihr Lieben. So, jetzt vom Rasthof Baden-Baden, haben hier mal Pause gemacht. Ja, mal ein Käffchen, mal ein Brötchen reingezischt. Einfach mal so ein bisschen Stärkung für den Biker. Genau, was man so braucht. Fahrt super geil bis jetzt hier. Ja. Kaum Verkehr auf der Autobahn, super schönes Wetter. Hier eine ganz schöne Autobahn hier runter. Jetzt fahren wir, glaube ich, noch 60 Kilometer auf der Autobahn und dann geht es auf die Landstraße endlich. Und dann kommen die Highlights. Endlich. Dann kommen Highlights nur noch jetzt. Und dann wird auch die Helmkamera angemacht und alles und dann werden wir ein paar Eindrücke sammeln. Aber wir melden uns vorher nochmal, wenn wir dann von der Autobahn runterfahren. Eben. Jetzt gibt es erstmal Essen. Genau. Trinken. Kleine Stärkung. Und dann geht's weiter. Bis später. Servus! Jetzt tatsächlich aus dem Schwarzwald. Wir melden uns aus dem Schwarzwald, richtig, so sieht's aus. Wir haben hier gerade schon die Drohne fliegen lassen, deswegen steht die da. Es war größere Sache, weil das Handy hat nicht reingepasst, aber es ging. Bilder habt ihr ja gerade gesehen. Oder seht ihr jetzt? Oder seht ihr jetzt? Keine Ahnung, wir wissen noch nicht, wie wir es schneiden. Thank you.
Und ich stelle mich jetzt hier nochmal kurz hin, schwenk nur einmal rum, dass man auch nochmal die schönen Motorräder vor dem schönen Hintergrund sieht. Und dann haben wir es jetzt nicht mehr weit bis zu unserem ersten Zwischenstopp, also dem richtigen größeren. Man kann gespannt sein, was das wohl gibt. Bin auch mal sehr gespannt, was er da vorbereitet hat. Ja, wir sind ja hier jetzt erst am Anfang. Genau, wir sind ja ganz am Anfang. Was soll man sagen? Ne? Wie gesagt, jetzt der Schwenk. Achtung, es geht los. Gut festhalten. Jo. So, hier, so schön. So schön, ne? Da hinten der Schwarzwald und hier eigentlich überall Schwarzwald. Also es ist alles voller Schwarzwald. Ja. So, jetzt, was sollen wir sagen? Packen wir zusammen und sehen zu, dass wir wieder auf die Twins kommen, damit es weitergeht. Genau, wir sehen uns gleich beim nächsten Zwischenstopp. So sieht's aus. Bis dahin. Grüß Gott, ihr Lieben. Wir sind am ersten Zwischenziel. Ja, super geil, ey. Und was ist es wohl, was der Anselm sich da rausgesucht hat? Da sieht man es vielleicht am Hang. Man sieht es bestimmt, wenn das Video groß ist. Es ist nämlich ganz unerwartet eine Sommerrodelbahn. Wer hätte es gedacht, ey. Wie geil. Das heißt, weil wir vom Motorradfahren ja nicht genug kriegen können, beziehungsweise vom Fahren generell, machen wir jetzt einfach noch die Sommerrodelbahn mit. Genau. Warum auch nicht? Die ist wohl ziemlich groß. Die geht dann gerne berg runter. Mal gucken, wie man hochkommt, weiß ich nicht. Aber es wird großartig. Ich sag's euch, es wird der Hit. Ich kann's kaum erwarten. Wir nehmen natürlich die Kamera mit, weil es ist ja viel geiler. Und gehen erstmal dahin. Wir sehen uns gleich auf der Bahn. Bis dahin. So, Sommerrodelbahn Gutacht. Ist auch sehr steil, ne? Boah, alter Freund. Thank you.
ihr habt es in Bild und Ton gesehen. Ach, geil, ey. Das war geil. Sommerrodelbahn, ey. Eine erste Fahrt einen Bremser gehabt, aber dann ging's. Dann ging's ab, ey. So sehr, dass es schwindelig geworden ist. Genau, weil es so ein bisschen schlecht war, erstmal ein Eis gegessen. War geil. So, wir fahren weiter, mal gucken, was als nächstes kommt. Ja. So, der ganz kurze Take noch, man sieht es am Himmel, es ist aber grau. Die Regenkombi ist schon an und es fängt auch jetzt gerade schon an zu regnen. So sieht's aus. Ne? Also trotzdem egal, es geht weiter. Es geht weiter. Bis nachher. Bei bester Laune, bei immer, bester Laune. Immer, weil hier geschützt und so, ne? Geil, da sieht man schon erst einen Regentropfen, bis später. Bis dann. Servus, da sind wir wieder. Ihr habt es gesehen, einmal durch den Regen durch. Jawohl, Regen kommt ja dicht gehalten. War super, genau. Alles super, war genau auf den Punkt. Wir haben den letzten Take gemacht und haben uns gedacht, so, da vorne sieht es ein bisschen danach aus, wir ziehen mal die Regenkombi an. Und 300 Meter weiter kam der Schutt. Ja, das war echt ein Bullseye, den wir da geschossen haben. Es hat wirklich geschüttet. Also, es hat genau gepasst, aber es hat richtig geschüttet. Ihr habt es ja gesehen im Video. Ging ja richtig runter, ne? Schon eine ganze Weile. Also wir sind schon einen Augenblick wieder unterwegs gewesen. Wir sind jetzt an Titisee Neustadt vorbeigefahren, habt ihr auch gesehen, und sind jetzt am Fahlen Wasserfall. Der ist so ein kleines Ding, ich filme mich gleich nochmal. Ja. Ja, und jetzt fahren wir noch 6,9 Kilometer zum nächsten Ziel. Genau, wir trocknen jetzt erstmal so ein bisschen und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um und dann geht's wieder weiter auf die Straße. Genau. Wir sehen uns dann ja gleich beim nächsten Halt wieder. Bis dann. Aus Tottenau. Und gehen jetzt
zur Sommerrodelbahn. Zur Sommerrodelbahn, zur nächsten heute auf dem Plan. Jawohl, wir freuen uns tierisch. So, das heißt auch, ihr seht gleich die wilde Fahrt und dann uns hier nochmal und dann geht's weiter. So sieht's aus. Bis gleich. Sehr geil. Ach, sehr regnerisch auch. Kehre 12 verbote Haare. Oh, bitte nicht. Oh nee. Haben wir es eingeholt, ja? Naja, dann bleibt mir hier vielleicht ein bisschen stehen, oder? Bringt ja nichts. Alter Freund, hey. Macht mich nervenkrank. Ja.
Also es war, ich konnte am Anfang ja doch ziemlich lange. Der Take danach. Der Take danach. War eine geile Fahrt. Ihr habt es gesehen. Ja, hat mega Spaß gemacht. Es war, also wir konnten drei Viertel der Strecke schnell fahren, ja, würde ich sagen. Das habt ihr ja gesehen. Das ist schon eine gute Bilanz eigentlich, ja, wenn man so bedenkt, weil da immer irgendwelche Bremser mal dabei sein können, aber das lief tatsächlich mal ganz gut. Ja, wobei man sich halt auch fragt, wer geht denn auf eine Sommerrodelbahn und denkt sich dann, jetzt bremse ich komplett bis runter. Ja, und fahre da mit 2 km/h runter. Ja, also wir waren nicht die Einzigen, die das ein bisschen schockiert hat, weil, naja, wir hatten Glück. Er war vor mir und er hatte auch Glück vor sich und ja, ihr habt es gesehen, das war die ist geil. 2,9 Kilometer, ja, kann man richtig empfehlen, würde ich sagen. Da kann man wirklich Spaß haben, auf jeden Fall. Also schön mit dem Sessellift hoch und dann runter ab ins Tal. Genau. Echt und mega jetzt fahren wir weiter und dann geht's zum nächsten Hotspot. Ich bin gespannt.
So. So, ihr Lieben. Wir sind jetzt gerade durch Oberstaufen gefahren und so ein, ach, so coole Straßen. Ihr habt das ja auch ein bisschen gesehen auf der Helmkamera. Und hier ist so schön. Hier ist auf einer sehr hohen Straße. Ja, mitten an so einer Kehre. Bei Berg ist hier gerade Parkplatz. Und hier ist gerade auch super geiles Wetter. Sonne, Wolken und schön. Und wir drohen jetzt. Ja, wir dachten, wir machen mal ein kleines Päuschen hier. Vertreten uns die Beine. Haben noch 20 Kilometer. Ja, und genießen einfach. Die Sonne scheint noch. Also es ist noch eine Weile hell. Also etwas über 500 Kilometer haben wir jetzt schon runtergefahren. Ein bisschen halt. Ja, so. War schon bis jetzt sehr erfolgreicher Tag. Ja? War richtig und geil. Und es ist noch nicht vorbei. Genau, ihr seht jetzt ein Drohnenvideo, dann noch ein bisschen Fahrt und dann melden wir uns, wenn wir angekommen sind. Genau. Und dann sehen wir uns wieder. Ja. Bis dahin. Ja, wir haben es geschafft. Wie ihr seht, unser altbekanntes Zelt, da ja, steht da schon wieder. Es. Hat 2 Minuten gedauert mit dem Aufbau, ging wie immer wieder rasant. Und die Berge. Es hat uns nochmal regnerisch ein bisschen erwischt, so auf die letzten paar Meter. Da gab es nochmal ganz kurz ein bisschen Nieselregen, ja. Aber das ist was jetzt wir ist trocken und das soll auch wieder morgen schön werden. Und ja, genau. Sind hier gut angekommen, am Campingplatz aufgebaut. Jetzt haben wir beschlossen, dass wir noch hier zum lokalen Gasthof, dem Adler, gehen. Richtig. Weil da gibt es Schnitzel und alles. Gut bürgerliche Gulasch. Küche hier. Sehr und lecker. Dann geben wir uns mal ein schönes Abendessen. Das haben wir uns auch verdient nach den 600 Kilometern, die wir gefahren sind. Und genau. Und dann machen wir uns mal ab in die Kojen irgendwann mal werfen, glaube ich. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So sieht's aus. Ausgeschlafen und bereit für einen neuen Tag und eine neue Tour. Genau. Bis morgen, ihr Lieben. Bis morgen. Thank you.